Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video von DMG Kreativwerkstatt. Ich werde euch heute zeigen, wie man dieses Armband hier knüpft. Sehr schönes, flaches Armband. So, für einen Armumfang von 20 cm ungefähr braucht ihr einmal 45 cm Grundschnur, sage ich mal. Verschweißt das zusammen und fädelt das so ein. Dann habe ich mich jetzt dafür dieses Neongrün entschieden mit dem Nachtleuchtend, dieses Full Glow in the Dark. Jeweils 1,20 Meter von der Farbe her reichen aus. Einmal schön verschweißt das Ganze. Und damit man die Schweißnaht von den beiden Bändern nicht sieht, habe ich mir mal was einfallen lassen. Und zwar ziehe ich das hier, den Knoten, ein bisschen auseinander. Schieb eine Seite durch. Bis zur Schweißnaht. Und somit ist die Schweißnaht schön verdeckt. Dann ziehen wir das, dann stöpseln wir das Ganze wieder an. Ja, und da wir jetzt hier diesen grünen Anfang quasi haben, nehme ich zuerst das Weiße, lege es. Grüne kann man ein bisschen weglegen, lege es über das Armband drüber, nimm das Ende, schiebe es unten drunter durch und ziehe es einfach mal fest, würde ich sagen. So, jetzt legen wir das Weiße beiseite. Und machen dasselbe mit dem Grün, legen das drüber, unten drunter durch die Schlaufe, durchziehen und wieder festziehen. Ein bisschen zusammenschieben, nachziehen. Und so machen wir das jetzt im Wechsel einfach immer weiter. Oben drüber. Unten drunter durch die Schlaufe durchziehen und festziehen. Gerade rücken wieder. So. Und wieder das Grüne, oben drüber mit der Schlaufe. Unten drunter durch die Schlaufe durchziehen. Und gut. Ja, dann wollen wir mal uns ein bisschen beeilen. So. Und das Grüne wieder. Dann Wechsel. Ziehen ein bisschen, wieder das Weiße, oben drüber, hinten runter durch die Schlaufe, zucki, so, oben drüber das Grüne, das Ende wieder, unten drunter durch die Schlaufe ziehen. Und einfach wieder festziehen das Ganze. So, jetzt wieder das Weiße, oben drüber legen, unten drunter durch die Schlaufe. Und
ein bisschen zusammenschieben, damit da nicht so viel große Lücken entstehen. Das Grüne wieder oben drüber, unten drunter. Und festziehen. Sehr einfacher, sehr schneller Knoten. Oben drüber, unten drunter, durch die Schlaufe. Und festziehen. Oben drüber, unten drunter, durch die Schlaufe durch, festziehen. Wieder ein bisschen hochschieben. So. Das machen wir jetzt bis zum Ende durch. Und dann zeige ich euch, wie ich das ganze Band dann unten fest verschweiße. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Jetzt zeige ich euch, wie ich das verschweiße auf der anderen Seite. Also dafür ziehe ich das komplette Cord, das komplette Armband, schiebe ich extrem weit nach oben, so weit wie es geht. Dann öffne ich hier wieder den Anfangsknoten quasi, oder den Endknoten von dem. Dann schiebe ich beide Paracord. Erstmal das hier, einmal da durch, zacki. Und das andere dann hier auf der anderen Seite durch. Ziehe das Ganze hier oben wieder schön nach vorne. Dann rutsche ich mit dem Paracord, mit dem geknüpften, wieder nach vorne. Ziehe das nach unten wieder fest so ein bisschen. Sieht es dann so aus. Ja, und dann kann man das Ende hier abschneiden. Anflammen. Ständig warm machen. Das Ganze. Und dann doch festkleben. Zacki. So. Mit dem Full Glow in the Dark auch. Schneiden. Schön warm machen das Ganze. Kurz warten. Und festdrücken. Ja, und schon. Ein bisschen wieder gerade ziehen und schon. Ist das Cord, das Armband fertig. Ich wünsche euch viel Spaß.